Meine Texte gehen von nachdenklich bis heiter. Und ich lese heute zwei kleine Gedichte und eine Glosse in Mundart. Und beginne mit einem etwas nachdenklichen Gedicht, passend vielleicht zur Adventszeit. Ein Weihnachtsgedicht. Kinderaugen bestaunen still die Kerzen dort am Lichterbaum. Ich bin satt, Monika. Hör nur, wie das Glöckchen klingt, leise uns ein Englein singt. Nein, ich bin satt, Monika. Wenn Abendstille senkt sich auf die Stuben, lass mich schreiben, Monika. Stets brav die Mädchen und die Buben. Ein Gedicht, Monika. Die Himmel jauchzen, ihre Chöre singen über die Weihnachtszeit, Monika. Lichtlein, Sternlein, ach so friedlich, Monika, von Anmut, von Frieden und Demut, Monika. Kinderhändchen reißen gierig und werfen mit Geschenkpapier, kreischen, brüllen, wollt ihr singen, im Karton dort liegt noch mehr von Hoffnung, von Sehnsucht, Monika, von Liebe, von Ehrfurcht, Monika. Ich kann die Worte nicht mehr finden, Monika. Ich bin so satt, Monika. Wir alle sind viel zu satt, Monika. So, und nun komme ich zu meiner Glosse in Mundart, die so ein bisschen die Beziehung zwischen Mann und Frau und die Beziehung zwischen kleinen Männern und großen Männern darstellt. Hauptsache 1,80 groß. Hauptsache 1,80 groß und in der Lage, Laminat zu verlegen. Mehr erwarte nicht, die modernen Rollebilder, ablehnende Frau mit Höheverschiebung im Blick. In so einer Beziehung auf AGH darf dann schon eine Molle Steigung dabei sein, damit er schön aufgucken kann, wenn er mal wieder fremdgegangen ist. Und wenn er todefu dann noch verschwitzte Bierflasche halten kann, wird er sogar noch richtig sexy. Hauptsache 1,80 groß und in der Lage Laminat zu verlegen. Natürlich, schon bei aller Kreis dann auch wichtig, dass der Ausgewählte sich selber gegenüber aufgeschlossen ist und Gefühle zeigen kann. Gefühle. Himmel noch mal, Ärger ist kein Gefühl, oder? Ärger ist sogar ein sattes Gefühl, aber sowas von satt. Das ist Dominanz, das ist Machtausspruch, meinen sie dann, ich weiß, was ich will, Frau. Also sei still und verleg weiter Laminat. Mensch, was habe ich die Nase voll. Ich kann es nicht mehr hören. Immer das gleiche Beuteschema und dann ständig das Gejammer. Aber Hauptsache 1,80 groß. Als durchschnittlicher Wissenslevel von dem Riese reicht schon aus, wenn er weiß, dass ein Buch aus bedruckter Seide besteht. Mehr braucht er ja nicht zu wissen, fast Laminat verlegen. Lesen muss er bloß am Laptop kennen. Echt leid. Ich kann das Pinsen nicht mehr hören. So ist es halt einmal, wenn Frau immer das Gleiche sucht, kriegt sie halt auch das, was sie schon immer kriegt hat. Und dann sind da noch die anderen femininen Geschöpfe mit normaler Blickrichtung, für die so maskuline Attribute nebensächlich sind. Die Mütter. Himmel, was sind in der Welt Mütter unterwegs? Sie wollen da die Welt erklären, wie sie ganz genau, was für dich richtig und gut ist. Wenn du mal in Schwollensachsen verträgt hast, nur mit ein paar Gramm mehr auf der Rippe durch die Gegend wackelst, oder sie dir die Schilde drehst, untersuchen zu lassen, denn bei der Ilse, der Gerda oder der Anna war das ähnlich und hat überhaupt nichts mit deiner unzähligen Sahnetorte zu tun gehabt. Ich frage mich, wie ich überhaupt hab so alt werden. Ich weiß so gar nichts. Ich bin überhaupt nicht lebensfähig in der schrecklichen Welt. Lasse die Mütter zu mir kommen. Ich habe auf das alles keinen Bock mehr. Mittlerweile bin ich Single gebildet durch mein männliches Single-Haushalt mit einer Single-Erfahrung, die mir keine Mutter der Welt mehr wegnehmen kann. Ich weiß jetzt, dass Pickelbech im Schrank nicht schimmelt und sehr lang lagerfähig bleibt. Durch Fensterscheibe kann man immer durchgucken, auch wenn sie dreckig sind. Und wenn du durchs Küchenfenster sowieso bloß auf die Hauswand vom Nachbar guckst, reicht, wenn du dich zweimal im Jahr mit deiner Scheibe befasst.
Und wenn du nach 6 Wochen die Wohnung putzen tust, wird es genauso sauber als das jeden Tag machen, dauert bloß ein bisschen länger. Die Zeit hast du aber vorher schon durch nichts machen, Lugerei geholt. Ich habe halt keinen Bock mehr auf Verstehen, auf Verständnis, auf Empathie. Ich kann das Gejammer nicht mehr hören. Suche? Wer sucht denn da wenn? Ich suche nichts und vor allem ich nicht um irgendwelche, und vor allem werbe ich nicht um irgendwelche Gunst. Ich bin weder ein Jäger noch ein Minnesänger, der in im Elfenbeinturm besetzen will. Wenn sich irgendeine der Hulden für mich interessiert, soll sie die Hand strecken. Zeig dich, ich bin nämlich kein Hellseher. Wenn ich überhaupt was suche, dann genau die hochstreckte Hände. Wobei diejenigen, die mich wegen ihrer Blickrichtung die ganze Zeit übersehen haben, gerne die Finger unten lassen dürfen. Es stehen genug Laminatverleger bereit. Ich kann es nicht mehr hören, das Geschwätz, das jämmerliche, vorwurfsvolle Laminat, lamentieren. Oh. Ich muss raus, du. Raus aus dem Badezimmer. Das ist doch nicht normal, dass ich jetzt schon eine halbe Stunde mein Spiegelbild archive und mir selber einen Vortrag halte. Außerdem betrifft mich das ja auch gar nicht. Ich hab doch Teppichboden. Zum Abschluss noch ein kleines, schwieriges Gedicht. Schwieriges Gedicht. Die Nerven liegen blank, wenn ich zwischen dies und das, links und rechts, oben, unten schwank. Schwierig wohl, so ein Gedicht zu zeigen, Leut, so geht das nicht. Kann ich den Rhythmus aber spüren, könnte es zu einem Gedichtchen führen. Ich weiß, dass Rassen gerne hassen, vielleicht soll ich das Dichten lassen. Spür wohl, die Nerven liegen blank, weil ich durch solche Reime schwank. Die Worte bleiben nicht, sie gehen. Gute Nacht, auf Wiedersehen.